Ja, moin moin, liebe Leute, hier ist ein BKB-Sonderblock mit Pete Owensen. Und ich glaube, ich gucke nicht richtig. Ich sehe hier vor der Tür von der BKB, gucke aus dem Fenster raus und sehe dann Schneeblütenbäumchen vor der Tür. Wer uns den da wohl hingestellt hat, aber überall Schneeblütenbäumchen. Ja, dann denkt man, 1. April ist heute, nicht? Da hat aber einer einen tollen Scherz gemacht. Da ist Toni hier von der Güterabfertigung. Hallo Pete, bei uns ist alles still, wir kommen nicht mehr voran. Hallo hier, Linnemann, Erwin und Mühlmann, wir sitzen hier in einem Bauwagen. Seit gestern. Und der Erwin wollte noch was sagen. Jo, ne Bier ist jetzt alle. Jo, dann machen wir mal Konferenzschaltung. Hallo Fred in der Lokwerkstatt. Wie sieht es bei euch aus? Jo, Pete, oh, euer guter Fred, der sitzt hier im Bagger drin und da kommt er gar nicht mehr raus. Ich bin total eingeschneit, ne? Wer hilft mir denn jetzt? Jo, Fred, hier ist der Bullerdick von dem Schotterwerk. Wir können euch auch nicht helfen, wir sind auch eingeschneit. Just tappt wie das Water ab. Und nun ist der Winter da. Da blows the row, kein Panik. Jo, Alfred, bliffst du. Ich schaff das schon nicht. Und ich will mal rüberschalten zu Steffen. Wie sieht denn am Bahnhof aus, Steffen? Ja, hallo Pete, hier, die Fahrgäste sind recht zuversichtlich, denn die BKB-Zentrale hat gut eingeheizt. Die Gaststätte macht durch, aber draußen ist es teils wie im Iglo. Jo, Steffen, wie ist denn mit der Arbeit da? Jo, ist schwer. Der Alfred, der versucht hier seine Drehscheibe über den Gang zu bringen, aber im Großen und Ganzen ist das nicht zu machen. Immer noch was mit der Post? Jo, Pete, die Postsäcke-Szene hier rum und warten, da passiert natürlich auch nichts. Jo, Steffen, wie sieht es am Bergbahnhof aus? Ja, Pete, hier ist noch ruhiger, denn man sieht den Fahrplan so allmählich im Schnee versinken. Und nebenan im Staller blöken die Kühe rum und wir an die Pferde. Wahrscheinlich haben wir auch langsam jetzt die Schnauze dicht. Oh, liebe Leute, die Erklärung dafür haben wir von unserer Putzfrau Fine heute gekriegt. Was sind diese sozialen Netzwerke, diese Lad mal den Kühlschrank ab und dann kommt das an der Tau. Ja, nun wissen wir genau, wie es ist. So, wir kommen zum Ende. Hier ist wieder der Pete Owensen und ich wünsche euch noch einen schönen 1. April.